Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Erneut Malware-Angriff auf Kreditkartendaten bei Hyatt. Bei der Hotelkette Hyatt wurde erneut Malware eingeschleust, die Kreditkartendaten von Kunden abgegriffen hat. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, waren zwischen Mitte März und Anfang Juli einige Dutzend Hyatt-Hotels in verschiedenen Ländern betroffen. Wurde an der Rezeption mit einer Kreditkarte bezahlt, konnten die dazu gehörenden Daten abgegriffen werden. Das sei nun aber behoben, versicherte das Unternehmen, das bereits 2015 einen ähnlichen Angriff eingestehen musste. Online-Dating verändert die Gesellschaft. Laut einer Studie der Universitäten Wien und Essex verändert Online-Dating die Struktur der Gesellschaft. Erstmals in der Geschichte kommen Menschen zusammen, die im Alltag sonst keine Überschneidungen haben. Die Studien der Forscher zeigen nicht nur, dass die Gesellschaft durchlässiger wird, sondern auch, dass Beziehungen länger halten. Ob das ausschließlich mit Online-Dating zu tun hat, können die Forscher verständlicherweise nicht zweifelsfrei nachweisen. Drohne kollidiert mit Flugzeug. In Kanada ist eine Flugdrohne mit einem Linienflugzeug zusammengestoßen. Betroffen war eine Maschine der Fluggesellschaft Skyjet Aviation, die sich gerade im Landeanflug auf den Flughafen der Stadt Quebec befand. An Bord waren 2 Piloten und 6 Passagiere. Der unbekannte Drohnenpilot dürfte die Vorschriften grob verletzt haben. Der Unfall ist mit geringem Sachschaden am Flugzeug glimpflich ausgegangen. Weltrekord für Heise Online. Der gerade erschienene Star Wars Millennium Falcon aus der Ultimate Collector Series ist mit 7.541 Teilen das größte reguläre Lego-Set aller Zeiten. Am Wochenende haben Redakteure des hannoverschen Heise Verlags damit einen Schnellbau-Weltrekord aufgestellt. Nach 10 Stunden und 53 Minuten war das Modell fertig, freute sich Heise Online-Chefredakteur Volker Zoter. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.